Ja. Ich habe meinen ursprünglichen Pre-Intro-Joke verworfen, da mir das Thema des Videos doch ziemlich am Herzen liegt. Wer mich dennoch sehen will, wie ich vor Gericht von Alligator, ich nenne es jetzt mal covere, der kann auf den obersten Link in der Videobeschreibung klicken. Nun soll es aber auch losgehen mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video, welches ich schon in meinem 2000 Abo-Special angeteasert habe. Und zwar möchte ich euch schildern, warum ich die Ace Attorney-Spiele so sehr liebe. Für die Leute, denen dieser Name nichts sagt, bei den Ace Attorney-Spielen handelt es sich, und da vertraue ich jetzt mal Wikipedia, sowohl um eine Gerichtssimulation als auch um eine J-Adventure-Reihe. Nun gut, den Simulationsaspekt würde ich der Reihe eigentlich eher absprechen, aber wie du meinst, Wikipedia. Ich persönlich würde sie eher als Adventures mit einem unterschwelligen Fokus auf Logikrätsel eingebettet in relativ realistische Mordszenarien bezeichnen. Die Spiele stammen aus dem Hause Capcom und sind bisher für diverse Nintendo-Konsolen, wie zum Beispiel Game Boy Advanced, Nintendo DS und 3DS sowie auch für iOS-Devices erschienen. In den Spielen schlüpfst du in die Rolle des Anwalts Phoenix Wright. Naja, zumindest in den meisten Teilen. Je nach Teil übernimmt man allerdings auch die Rollen der Anwälte Miles Edgeworth, Apollo Justice, Mia Fey oder Athena Sykes. Euer Ziel ist es stets, euren Mandanten vor Gericht zu verteidigen. Um dies zu erreichen, ermittelt ihr in den etwaigen Mordfällen und überführt während des Gerichtsprozesses den tatsächlichen Täter. So avanciert ihr von Fall zu Fall allmählich zum Staranwalt. Das grundlegendste Gameplay-Element ist dabei das Denken des Spielers selbst, weitgreifend gesagt. Dieser soll nämlich die Aussagen der vorgeführten Zeugen hinterfragen und mit den vorhandenen Beweisen abgleichen, um dann Einspruch zu erheben, wenn sich ein Widerspruch auftut. Der Zeuge wird sich nach und nach in seinem Lügengefecht verlieren und wird überführt. Womit wir auch gleich bei meinem ersten Punkt wären. Ich liebe Logikrätsel. Und was gibt es Logischeres, als durch Deduktion Widersprüche aufzudecken und anschließend den Grund dafür, dass der Zeuge an dieser Stelle den Beweisen widerspricht, zu ermitteln. Das Schöne daran ist auch, dass man gerne mal bei einigen schwereren Stellen durchaus mehrfach um die Ecke denken muss. Das Gefühl der Befriedigung, nach langer Zeit des Grübelns endlich auf die Lösung eines Rätsels zu kommen, ist unbeschreiblich. Ja, das Gameplay dieser Spiele war der Grund, weshalb ich mit selbigen angefangen habe. Allerdings war das Gameplay nicht das, was mich auf lange Zeit daran gefesselt hat, zumindest nicht in erster Linie. Mich förmlich an diese Spiele gebunden, haben mich eher die vielen tiefen Charaktere sowie die großartigen Stories, auch wenn das es auch nicht ganz trifft. Es ist vielmehr die Art des Storytellings und der Charakterentwicklung. Zunächst zu der Story. Diese teilt sich immer in einzelne Aspekte auf. Ein Ace Attorney Spiel besteht immer aus 4 bis 5 Fällen. Jeder Fall an sich scheint zunächst völlig unabhängig von den anderen zu sein, allerdings hat jedes Ace Attorney Spiel selbst eine Art superiore Story, welche der einzelnen Fälle übergeordnet ist und diese miteinander verknüpft. So kommt es dazu, dass je weiter man in einem der Spiele fortschreitet, einige Aspekte, die man im früheren Spielverlauf festgestellt hat, mit den neuen Informationen auf einmal anfangen Sinn zu ergeben. Und es ergibt sich nach und nach eine komplexe und in sich schlüssige Konklusion. Zudem kommt auch noch, dass die Story der Ace Attorney Spiele immer eine gewisse Intensität mit sich bringt und auch in gewisser Hinsicht immersiv ist. Dies geschieht durch ein Element, welches auch sehr stark bei der Charakterentwicklung in den Spielen zum Tragen kommt. Das Primärziel des Spielers ist bekanntlich zunächst der Freispruch seines Mandanten. Um dies zu erreichen und um den Tathergang nachvollziehen zu können, werden Informationen benötigt, sprich Beweise und Zeugen. Die Beweise lassen sich einfach aufsammeln. Diesen dann mit Informationen zu entnehmen, ist kein Problem. Bei Zeugen sieht das anders aus. Denen musst du die gewünschten Informationen entlocken. Dabei erfährt man auch unterschwellig eine Menge über die Charaktere. Eine andere Sache ist es, gewisse Kausalitäten aufzudecken. Am häufigsten kommt wohl das Beispiel, weshalb hat der Zeuge gelogen? Ist er der Täter oder hatte es einen anderen Grund? Zudem muss noch gesagt werden, dass so ziemlich jede Figur etwas verheimlicht, außer vielleicht der Richter oder der Protagonist. Und rein zufällig sind diese Geheimnisse essentiell, um diesen Fall zu lösen.
So kommt es dazu, dass man quasi ungewollt die Figuren näher kennenlernt und diese dann so erscheinen, als hätten sie eine gewisse Tiefe. Zwar findet man auch einige Stereotypen in den Spielen, allerdings zeichnen sich diese nicht ausschließlich über ihre Klischees aus, sondern haben auch noch andere Charakterzüge. Weitere Gründe, weshalb ich die Ace Attorney-Spiele liebe, sind zum einen der absolut grandiose Soundtrack. Es gibt meiner Ansicht nach kaum einen besseren und passenderen Game-Soundtrack als den der Ace Attorney-Spiele. Zur Musik passend ist auch noch das Pacing der Spiele klasse. Du merkst richtig in einigen Situationen, wie die Dialoge zum Beispiel an Hektik zunehmen und das, obwohl die Spiele keine Sprachausgabe haben. Hinzu kommen noch einige unerwartete popkulturelle Referenzen und Insider-Jokes. Zu guter Letzt möchte ich noch zwei weitere Sachen hervorheben, welche mir ebenfalls gut an diesen Spielen gefallen. Zum einen sind das die sehr tiefgründigen und gut ausgearbeiteten Antagonisten, also in den meisten Fällen Staatsanwälte, welche eigentlich nie vorhersehbar handeln, an sich interessante Charaktere sind und eine gewisse Faszination ausstrahlen. Und die andere Sache, die ich hervorheben möchte, sind die absolut großartigen und liebenswerten Sidekicks, welche stets einen guten Spruch auf den Lippen haben, welche selbstverständlich auch stets sehr tiefe Charaktere sind und immer eine großartige Dynamik mit dem Protagonisten bilden. Der Sidekick, der dies am besten verinnerlicht, ist meiner Ansicht nach Kay Faraday, oder Faraday, zu welcher ich auch ein eigenes Video gemacht habe. Der Gedanke an das sonnige Gemüt dieser Figur oder das alleinige Hören ihres Themes bringt mich heute noch zum Lächeln. Wisst ihr, ich habe früher immer Detektiv Conan geguckt und dabei versucht, den Mörder selbst herauszufinden. Heute gucke ich zwar immer noch Detektiv Conan, aber ich kenne mittlerweile jede Folge, weshalb das Erraten des Mörders ein wenig witzlos wäre. Dennoch hatte ich immer dabei eine Menge Spaß. Und dieselbe Art von Spaß hatte ich auch, als ich das erste Mal Sui Shumaru und seiner Freundin Yu im Livestream dabei zuschaute, wie sie Ace Attorney spielen. Dies war mir Anreiz genug, diese Spiele selbst auszuprobieren. Also kaufte ich zunächst Dual Destinies. Warum auch immer ich damit angefangen habe, dann die Original Trilogy, dann Apollo Justice und Investigations. Auch vor der Fernübersetzung von Investigations 2 machte ich nicht Halt. Und jeder einzelne Teil war ein einziger Genuss. Die Rätsel, die Charaktere, die Story. Alles fühlte sich großartig an. Es war, als hätte es neue Übersetzungen von weiteren Detective Conan Folgen gegeben, zwar nicht ins Deutsche, aber ins Englische. Bloß eine Stufe besser, denn nun war ich Shinichi Kudo respektive Conan Inugawa und hatte meinen Spaß am Deduktieren der Tathergänge, ohne dass ich dabei an irgendwelche Limitierungen einer Fernsehserie gebunden wäre. Und auch in weiteren Aspekten verhält es sich bei mir bei Ace Attorney wie bei Detective Conan. Denn auch wenn ich schon alle Teile gespielt habe und jeden einzelnen Täter und Plottwist kenne, spiele ich sie trotzdem gern nochmal durch. Und das aus sehr variablen Gründen. Teils nur, um den Kopf freizukriegen, aber auch um eventuell Dinge zu entdecken, die ich noch nicht kannte, oder um mich einfach daran zu erinnern und die ganzen Charaktere wiederzusehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich zwar wegen den Rätseln gekommen bin, geblieben bin ich allerdings wegen den Figuren, der Story und dem Feeling. Und das ist der Grund, weshalb die Ace Attorney Spiele noch vor Pokémon und Skyrim meine absoluten Lieblingsspiele sind. Glückwunsch an diejenigen, die es bis hierhin ausgehalten haben. Es war bestimmt nicht leicht. Dennoch handelt es sich hierbei um eine Herzensangelegenheit meinerseits, welche ich mal loswerden wollte. Auch wenn das Ganze hier mit Sicherheit nicht objektiv ist, ich fanboye mit Sicherheit schon hart rein. Aber objektiv soll das Ganze ja auch nicht sein. Also, seht das hier auch bitte nicht als eine Art Rezension, denn das ist es beim besten Willen nicht. Aber sei es drum. Ich habe ja vorhin ein Video zum werten Fräulein Faraday erwähnt. Auf dem linken Bild kommst du zu jenem. Allerdings haben Kevin, Oliver und ich gestern auch noch eine nette kleine Talkrunde aufgenommen. Wenn du dir diese anhören willst, dann klicke auf das rechte Video. Und wenn du schon dabei bist, kannst du mir auch gerne auf Twitter folgen, @paul_plastro. So, nun ist aber auch gut mit Werbung. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.